gesagt habe, dann zurück. Der Weg ist irgendwo versperrt und ich würde mich dann nicht unbedingt freiwillig dieser Sache stellen, dann würde ich lieber das an den anderen Weg probieren. Unter Umständen wäre es dann so auf dasselbe hinausgelaufen. Und damit war die Sache für mich dann vollkommen erledigt und klar, dass ich dann eben im Prinzip nur mal die eine Richtung dann nehme. Und das war dann die Flucht über Jugoslawien damals. Der Wohnwagen wird die einzige Chance für die Flucht. Mit ihm will man irgendwie über die Grenze. Um nicht aufzufallen, fahren sie wochenlang durch Ungarn. Vom Balaton in die Pusta und wieder zurück. Urlaubsfahrt als perfekte Tarnung. Die Grenze dabei immer im Blick. 6 Personen auf 8 Quadratmetern denken nur an die Flucht. Bis zu dem Tag, an dem es ernst wird. An dem sie sich in ein Waldstück zurückziehen und aus dem Plan zu fliehen dramatische Wirklichkeit wird. Es ist so gewesen, dass wir in diesem oberen Teil des Autos befinden sich ja 2 Matratzen, also in dieser Schlafkabine oben, dass wir die hintere Matratze, den Inhalt der Matratze rausgenommen haben und dass Annegret, also unsere Tochter und ich, uns da reingelegt haben. Da können wir ja dann was drüber legen. Ja, dann legen wir was drüber. Was raus mit sich. Haben diese dann wieder in eine rechteckige Form gebracht, sodass es von außen relativ identisch ausgesehen hat wie zuvor mit der Matratze. Haben diese ausgestopft und haben dann auf diese Matratze alles geschmissen und gelegt, was wirklich irgendwie zur Verfügung stand. Koffer, Decken, Schlafsäcke, Angelzeug, Kissen und. Handtücher, 2 Handtücher. Ich geb dir nochmal das Messer so und so, leg die Hände auf den Bauch. Hier hin? Ja, so. Leise. So. In der Position. Ja, und wenn es gar nicht geht, dann kannst du es schlimmstenfalls aufschneiden. Aber das ist natürlich keine gute Idee. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, das ist auch bald dann vorbei, das sag ich dir. Ja. Ja. Geht's noch da? Ja. Okay, erst davor noch. Koffer davor. Ah. Kinder machen. Ja. Oh. So. Zu. So. Okay. So, Peter ist dann in den Kleiderschrank, also es ist ursprünglich so gewesen, unter diesem Kleiderschrank befindet sich ein Wassertank, der ist rausgenommen worden, sodass wir im Prinzip mehr Spielraum hatten und haben dann noch Fahrräder und Kinderwagen davor gestellt, sodass der direkte Zugriff oder die Möglichkeit, den Wohnwagen zu betreten und so ein Rundumblick, der war eigentlich gar nicht gewährleistet. Für jemanden, der uns nichts Gutes gönnt. Ich war da oben drin, jetzt muss man dazu sagen, die Kinder waren krank, wir waren es auch. Uns war es sehr schlecht, da oben eingenäht zu sein. In einer Höhe von vielleicht 60 Zentimetern Spielraum. Kind, was schreit. Also wir hatten vorher unserer Tochter Schlaftabletten gegeben, zunächst wohl dosiert. Das hat dann nichts gebracht. Noch eine Tablette mehr gegeben, was auch nichts gebracht hat. Also sie hat eigentlich nur geschrien die ganze Zeit. Dieses Schreien hat sie sich reingesteigert. Es wurde warm, ihr war schlecht. Und ich habe so eine Panik bekommen und bin dann raus aus dieser Matratze und habe gesagt, ich mach's nicht, ich kann es nicht mehr. Und bin dann auch ganz schön hysterisch geworden. Bitte, was ist los? Komm nicht raus hier, es ist keine Luft mehr. Ich schneide dich halt raus. Und die Kleine, es ist keine Luft mehr hier oben. Ich kann das nicht. Ja, ist gut. Ich habe angehalten. Schneide dich raus. Scheiße. Was soll das, Mensch? Was hältst du es nicht aus da oben, oder was? Du kannst dich ja mal da reinlegen. Ich leg mich da nicht rein. Es geht um dich.
Warum bleibst du da nicht da oben? Ich bekomme keine Luft. Ich bekomme keine Luft, ich bekomme keine Luft. Wir waren aber schon so weit. Du hast gemerkt, wie warm es da oben war und ich habe Panik bekommen. Aber es geht doch gar nicht um mich. Ja, es geht um... Ich fahre doch hier. Ja, der Punkt ist aber, ich kann das da oben nicht. Aber es geht um dein Leben, Mädchen. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Was machen wir jetzt? Dann müssen wir abbrechen. Dann muss ich... Was heißt, wir sind schon so weit. Dann weiß ich dann... Peter, komm da raus. Dann gehst du in den Schrank. Peter, du gehst nach oben. Gut, dann machen wir das so. Ich kann da nicht mehr hin. Aber es geht ja um heute, Mann. Es geht ja um euch, Mensch! Die Nerven liegen blank. Auf allen Seiten. Ohne Achims Wut und Ehrgeiz wären sie vielleicht nie bis zur Grenze gekommen. 5 bis 6 Mal fahren sie immer wieder auf diese zu, halten an. Die Kinder schreien pausenlos. Es sind 40 Grad im Schatten. Alle haben Magen-Darm-Infekt. Die Situation ist unvorstellbar. Jeder geht an die Grenze des für ihn Aushaltbaren. Eingesperrt im Schrank und eingenäht in Matratzen. Nicht wissend, was um einen herum passiert. Nur darauf vertrauend, dass der Plan irgendwie funktioniert. Denn niemand will aufgeben. Zu weit ist man gegangen. Zu lange haben sie auf die Situation hingehofft. Hingearbeitet. So einen direkten Abbruch, so konkret war die Situation meines Erachtens noch nicht, dass man hätte sagen müssen, es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Also wenn ich jetzt gesehen hätte, die hätten dort irgendwie von mir aus hier schweres Geschütz für Panzer oder irgendwas davor hingestellt, wo wir gesagt hätten, es geht nicht. Da hätte ich gesagt, okay, vergiss es. Aber ansonsten so, ich sag mal, wie gesagt, die Kleinigkeiten, also dass unsere Tochter so geschrien hat und dass das erstmal mit dieser ganzen Geschichte da, du ins Bett rein und ich in den Schrank und dass das nicht funktioniert hat, sind im Prinzip kleine Sachen gewesen, die man dann aber irgendwie lösen konnte, eben, dass man das dann eben geändert hat. Und das waren für mich keine Punkte, wo ich sage, nee, das geht nicht. Ich denke, der Leidensdruck, wenn jemand sowas macht, das ist ja nun nicht, dass wir sagen, wir wandern heute mal nach Mallorca aus und wenn es nach einem halben Jahr nicht klappt, kommen wir wieder. Es klappt oder es klappt nicht. Die Frage stellte sich nicht. Und wir wären auch bereit gewesen, dafür zu sterben, glaube ich. Die Grenzkontrolle. Noch 5 Meter, noch 4 Meter, noch 3 Meter. Achim zählt laut jeden Schritt. Es könnte ein Schritt Richtung Freiheit sein oder Richtung Gefängnis. Eine Alternative gibt es nicht. Achim wurde gebeten, die Pässe zu zeigen. Und von draußen wurde wild an das Wohnmobil geklopft. Die Sabine wurde gebeten, auszusteigen. In dem Moment fing das Kind an zu schreien, ihrs. Kommen Sie mal bitte raus und machen Sie auf. Und der Grenzer befahl ihr in einem wirklich sehr barschen Ton, sie solle sich beeilen und mal das Fahrrad rausholen, damit er da rein kann. Und das Fahrrad hing aber und es klemmte. Und in dem Moment hat die Tochter von Sabine unglaublich angefangen zu schreien und hat dem Grenzer derartig vor die Füße gebrochen, dass der so pikiert und so angeekelt war von der Situation, dass er im Prinzip ihr nur gesagt hatte, sie solle verschwinden und zwar so schnell wie es geht. Also war irgendwie eine zufällige Situation. Und in dem Moment, wo die Türe aufging, hörte unser Kind auf zu weinen. Und die Tür ging zu und Achim startete den Wagen und die fing wieder an zu schreien. Und so waren wir drüben. Ich kann das Gefühl nicht mehr beschreiben heute. Also es war so ein, ja, ich denke mal, so ein eigenartiges Gefühl, wie ja, hinter dir ist die Tür jetzt zu. Du kannst da, die ging nur in eine Richtung auf und die ist jetzt zu und du kannst nicht zurück und hast aber auch nicht irgendwie jetzt einen Griff, wo man wieder öffnen kann und durchgehen kann. Also dass es da kein Zurück mehr gibt. Jetzt sind wir durch, jetzt sind wir auf der jugoslawischen Seite. Ja, und jetzt müssen wir sehen,
wie wir da rauskommen und dann von vorne neu anfangen. Sie fahren weiter nach Zagreb und geben sich bei der Westdeutschen Botschaft als BRD-Bürger aus, die ihre Pässe verloren haben. Sie haben Glück. Ihre Geschichte wird geglaubt. Mit neuen Papieren und einem Koffer starten sie in ihr neues Leben in Westdeutschland. Werden sesshaft in einem kleinen Ort bei Düsseldorf. Heimisch werden die drei Riems trotz guter Freunde nicht. Durch die Geschichte, die die beiden hinter sich haben, ist das ein viel größerer Horizont, den die beiden besitzen, als das, was hier ansässig ist. Also, wie gesagt, Schützenvereine, um sich zu etablieren oder eine Bruderschaft oder ein Straßenfest mit zu organisieren, das ist nicht das, worin sich die Berit wohlfühlt. Wieder muss Berit sich anpassen. Zwänge von außen erdulden. Von einer Gesellschaft, die Andersartigkeit nur schwer akzeptiert. Sie studiert Psychologie, malt und schreibt Bücher. Schafft sich so ihre eigene Welt, ihr Zuhause. Peter geht seinen Weg pragmatischer, lässt sich vom Alltag einholen. Weil viele Sachen, sagen wir mal, normal geworden sind und dass ich mich damit eigentlich nicht mehr befassen wollte, weil ich mir dann immer sage, ja, war die ganze Geschichte richtig oder nicht, hätte man damals gewusst, wie es kommt, hätte man es vielleicht gar nicht gemacht. Also ich hätte es von meiner Seite ja so und so nicht gemacht. Denn in dem Moment, wenn ich gewusst hätte, was passiert in 3, 4, 5 Monaten, wie entwickelt sich die Sache, dann wär ich definitiv in Dresden geblieben. Na gut, es ist die Heimat. Immer noch. Definitiv. Dresden, also immer noch die Heimat. Doch die Angst vor Arbeitslosigkeit versperrt den Weg zurück. Manchmal erscheinen sie einem wurzellos, Berit und Peter, als würden sie zwischen den Grenzen im Niemandsland stehen. Zwischen einer nicht aufgearbeiteten Vergangenheit und einer ungewissen Zukunft. Lange wurden Zweifel an der Flucht von der Normalität verschluckt, Ängste und Wünsche verschwiegen. Der Kontakt zu Sabine und Achim abgebrochen. Nach fast 20 Jahren wagen sie jetzt einen zaghaften Blick zurück. In Dresden, in Budapest, in Zolnok. Kehren zurück an die Orte ihrer einzigartigen Geschichte, ziehen Bilanz. Wir wohnten irgendwie in der dritten, vierten Etage. Wenn ich jetzt sagen würde, es hat sich nicht gelohnt, würde ich meine 20 Jahre, die ich hier verbracht habe, anzweifeln und würde das in Frage stellen. Und ich bin ein Mensch, der gewisse Dinge nicht in Frage stellen möchte, weil er sich dann selber hinterfragen müsste, ob ich nicht in einer Parallelwelt lebe, die für mich in dieser Form vielleicht nur ein Trugschluss war. Was habe ich gefunden? Was würdest du vermissen, wenn du von hier weggehst? Aus der heutigen Sichtweise mittlerweile gar nichts mehr. Berit und Peter. Aus zwei Flüchtenden sind zwei Suchende geworden.